Ja. Okay. Bitte nicht in die Kamera. Danke. So, und ihr könnt. Jetzt habe ich neben mir stehen Adrian Krasniqi, der Sieger des Hauptkampfes. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie fühlst du dich jetzt? Sehr schön. Also wie nach jedem Sieg. Es ist immer was Schönes, wenn man nach so einem großartigen, nach so einem langen Tag auch eigentlich den Sieg dann erringt. Es war wirklich ein langer Tag. Letzten Kampf gemacht vor so einer Wahnsinnskulisse. Also ich glaube, wir haben in Deutschland schon lange nicht mehr so ein Event gesehen und ja, war mega gefühlt. Und wie war es so vom Gefühl oder wie fandest du so als Hauptkampf, als Endkampf zu kämpfen? Also ja, es war natürlich, der Druck war enorm hoch, weil ich muss abliefern, aber es war eine Wahnsinnserfahrung vor so einem riesen Publikum. Einfach mega, also es hat mir mega gefallen und noch sehr viel Kraft gegeben. Und wenn du jetzt sagst, du musst das abliefern, liegt es auch so ein bisschen daran, dass eben dein Onkel Lewin Krasniqi eben auch ein großer Boxer war? Ja, natürlich. Also seit ich angefangen habe mit Boxen, ist mein Onkel Luan immer hinter mir gewesen und viele haben den Nachnamen gehört und den natürlich gleich mit Luan Krasniqi identifizieren können. Und natürlich ist dann die Erwartung hoch und das ist auch natürlich ein Stück weit auch ein Druck für mich. Aber damit kann ich ja seit Jahren schon umgehen und das ist für mich nichts Neues. Und ihr seid ja alle in der Familie Boxer, oder? Genau. Ja, mein kleiner Bruder boxt auch, ist ein erfolgreicher Amateurboxer und mein Onkel Luan. Und was war jetzt an dem Kampf so die größte Herausforderung? Also ich wusste, der Gegner war erst seit einer Woche bekannt. Wir hatten davor einen anderen geplant. Das heißt, die Umstellung war eine kleine Herausforderung. Aber ich bin ausgebildeter Sportler. Ich habe eine lange Amateurkarriere hinter mir. Deswegen war das für mich keine große Herausforderung. Aber ja. Und du hast ja auch gesagt eben, dass du lange im Amateurboxen warst. Ist das denn jetzt schon ein großer Unterschied, in der Profiliga zu kämpfen? Ja, selbstverständlich. Profiboxen ist natürlich was ganz anderes. Also es sind natürlich klar Boxregeln, aber bei den Amateuren boxst du nicht vor so einer Kulisse eigentlich. Und es ist nur 3x3 Minuten. Hier waren jetzt heute 8 Runden angesetzt und da muss man sich die Kraft natürlich auch anders einteilen. Und wie hast du das dir dann trainiert? Die Kraft, die Ausdauer? Über die lange Trainingseinheiten. Wir haben ja fast vor 10 Wochen schon gestartet mit der Vorbereitung. 11 Einheiten die Woche und viel Sparring. Auf jeden Fall jede Menge. Und was sind jetzt so deine Ziele so für die nächste Zeit? Gibt es jetzt schon den nächsten Kampf? Also ich denke, gegen Ende des Jahres werde ich noch einen Kampf machen, wahrscheinlich um die deutsche Meisterschaft und den Titel. Und dann nächstes Jahr vielleicht, wenn es klappt, um die Europameisterschaft. Das sind jetzt die nächsten Ziele, Step by Step. Man wird sehen. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück und Erfolg für deine nächsten Ziele, für deine nächsten Kämpfe. Und wir sind auf jeden Fall schon ganz gespannt, wo wir noch was von dir sehen und hören werden. Vielen Dank an euch. Viel Spaß noch. Danke.